geht es euch? Heute wollen wir mal ein bisschen quatschen. Ich werde euch meinen halben Hairstyle-Haul zeigen. Warum halben? Das werdet ihr erfahren. Als erstes machen wir unsere Kerze an. Ich glaube, das wird das letzte Mal sein oder das vorletzte Mal. Ich habe versucht, das zu klären mit Hermes, aber er könnte
könnt euch vorstellen, wie das abgelaufen ist. Auf jeden Fall, YesStyle will mir aber das Ganze nochmal schicken. Also kann ich es euch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Aber jetzt werde ich erstmal den einen Teil zeigen. Und dann irgendwann den Rest. Also, als erstes, also wie gesagt, diesen Pullover habe ich von da bestellt. Und ich finde, die Knöpfe, die sind sowas von süß. Das sind so Pearls. Und die sind an Ösen dran. So Metallösen. Und es gab es in Einheitsgröße. Oh, look at that. Also die ist echt voll süß. Genau, in Einheitsgröße. Aber da stand Größe M drauf, als es kam. Also nehme ich mal an, irgendwo anders gibt es die in verschiedenen Größen. Aber M passt mir ausgezeichnet. Und die gab es auch in mehreren Farben, rot, schwarz, noch irgendwas, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, auf den Bildern sah das total dünn aus, aber es ist überhaupt nicht dünn. Das ist sehr fest und warm und flauschig, also mir gefällt es sehr gut für die gute Qualität. Alrighty, kommen wir zu den Pflegeprodukten. Ich habe dieses Calming, diese Calming Creme Solution Cream und ich konnte sie schon austesten und ehrlich gesagt bei mir diese Calming Creams, die bringen irgendwie nichts. Diese Marke mag ich sehr, diese Byung-Kang-Yul, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Die haben so ganz sanfte immer Sachen. Aber bei diesen Calming Cremes oder Serums und so, ich merke da nie irgendwas auf meiner Haut, die verändert sich einfach nicht. Also, I don't know. Es ist natürlich nicht sehr reichhaltig. Also für jemanden, der vielleicht fettige Haut hat oder sowas oder normale Haut. You can see, ich habe schon viel benutzt. Es riecht nach Kräutern. Riecht ganz gut. Wenn man das so auf die Finger nimmt, dann fängt es schon an zu schmelzen. Ups, siehst du? Das war sehr laut. Das hält nicht, das schmilzt schon weg auf dem Finger. Also sehr watery. Also für mich ist es jetzt nichts für den Winter. Für den Sommer vielleicht. Also, ich kann dazu echt nichts sagen, weil bei mir hat es irgendwie keine Wirkung gehabt. Variiert natürlich ständig. Die haben ja immer diese
ich also ein gesponsertes Produkt, so ein Serum bekommen, Time Stop Vitamin Ampoule 83% Cherry Blossom von The Plant Base, oder? Anscheinend, das kenne ich nicht. Also das habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich euch leider nichts dazu sagen. Das ist halt immer blöd, man kann nicht so schnell sein und die Produkte schon ausprobieren. Was steht da? The Pink Energy Extracted from the Jeju Cherry Blossom gently helps invigorate and brighten the complexion. 14 vitamins and 7 hyaluronic acids from a vitamin moisture film on your skin to provide a youthful glow. Also noch mit Hyaluron. Säure. Eigentlich habe ich nie was davon gehalten, von Hyaluronsäure. Aber ich hatte jetzt eine Augen... Ach ja, ich habe eine Hyaluronsäure, die ich für den Hals jetzt benutze, um sie einfach leer zu kriegen, weil da zeigt sich bei mir auch keine Wirkung. Aber ich habe eine Augencreme, auch mit Hyaluron, von der Trendbox, glaube ich, war sie. Und die fand ich ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass sie mit Hyaluron war oder was da noch drin. Oh, Moment. Was da noch drin ist. Ich habe da nicht so genau hingeschaut, aber... das war knapp, Leute. Entschuldigung, das... ich wollte euch nicht erschrecken. Angenehmes Video sein. Okay. Clean Beauty, Clean Earth. Was werden wir schon jetzt herausfinden? Oh mein Gott, das ist so cute. Okay, das mag ich. Seht ihr, wie das gestaltet ist? Ach, oh, dass da noch extra Glas ist. Räucherstäbchen.
jemand von euch irgendwie zurzeit vielleicht irgendwelche spirituellen Praktiken macht oder irgendwas manifestieren möchte und so. Helena, was ist los? Dann bitte keep in mind, dass ihr euch nicht verändern müsst, um irgendetwas zu bekommen. Also, oder irgendwas noch heilen müsst in euch, um es wert zu sein, irgendetwas zu bekommen, was ihr möchtet. Ich glaube, damit verrennt man sich total. Und gerade der Glaube daran, dass man noch nicht genug ist, noch nicht genug gemacht hat, das hält einen von allem ab, was man sich wünscht. Also denkt immer dran, so wie ihr gerade jetzt seid, ihr seid schon perfekt. Euer Kern ist direkt von der Quelle. Also ihr seid die Quelle. Ihr seid schon perfekt. Das heißt nicht, dass ihr euch nicht verändern könnt, wenn ihr es wollt. Aber ihr müsst es nicht. Sowohl euer Aussehen als euer Charakter, egal was. Ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Es ist total okay. Und ihr könnt auch so alles bekommen, was ihr möchtet. Und ihr seid es auch wert, das alles zu bekommen, was ihr möchtet. So wie ihr gerade seid. Ihr müsst euch für niemanden und nichts verändern oder verbessern. Oder noch etwas in euch heilen, damit ihr irgendwas bekommt, was ihr wollt. Ihr seid jetzt schon wertvoll genug, um alles zu bekommen, was ihr möchtet. Das wollte ich euch sagen. Und ich glaube, das entspannt einen auch richtig. Weil damit kann man sich auch sehr leicht stressen mit irgendwelchen, ich weiß nicht, auch sogar irgendwelchen halt Praktiken, spirituellen Praktiken, dass man noch das und das machen muss und ich bin noch nicht gut genug, auch das habe ich noch nicht geschafft und jetzt denke ich schon wieder schlecht über mich oder andere oder rede irgendwas, was nicht gut ist. Und dann macht man sich halt immer weiter fertig. Entspannt euch einfach, ihr seid auch so toll, so wie ihr seid. Das muss man sich immer vor Augen führen, dass man auch so wertvoll genug ist. Den Rest lasse ich noch. Das machen wir schön zu, damit es nicht so arg stinkt. Ich hatte so einen Deckel, der voll gut geklungen hat. Deckel von einem Deo. Und er war die ganze Zeit hier und ich wollte ihn benutzen beim nächsten Video und jetzt
letztes Mal dieses Video, wo ich das erste Mal gedreht habe nach meiner langen Pause. Da habe ich doch für alle, ich habe Karten gelegt und für alle Stapel auch das gezogen. Und für jeden Stapel kam das gleiche raus. Irgendwas mit Liebe dich selbst oder so. We will see, was heute rauskommt. Videos drehen, eine Serie draus machen. Okay, Freunde, wenn es euch gerade nicht so gut geht, dann haltet durch, erinnert euch daran. Turbulente Zeiten, die werden auch wieder vorbeigehen. Und das wird ruhiger und gechillter und lustiger. Tut das, was euch Entspannung bringt. Das, was euch mit positiver Energie auflädt, schaut euch Leute bei YouTube an, die gute Energie vermitteln, die die Wahrheit sprechen und blendet die anderen aus. Geht in die Natur spazieren, wenn ihr das könnt. Atmet frische Luft. Verbindet euch mit der Natur. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen.